Wer mag sich noch an die leicht tollpatschige, aber liebenswürdige Tula aus «My Big Fat Greek Wedding» erinnern? Nach 14 Jahren treffen wir sie, ganz erwachsen und inzwischen verheiratet, wieder in «My Big Fat Greek Wedding 2». Das Leben von der Tula und ihrem Mann Ian hat sich nicht gross verändert. Familie und Verwandtschaft ist immer noch zu jeder Zeit und überall anwesend. Ihre inzwischen gleich erwachsene Tochter will aufs College und das am liebsten weit weg von allen. Doch das ist nicht das einzige Ereignis, das ansteht. Wie nicht anders zu erwarten, muss eine weitere Hochzeit geplant werden. Und wer ist hier besser geeignet für die Vorbereitungen und Planung als die eigene Verwandtschaft? Die Hochzeit steht und ich habe das Sagen. Ich bin schon auf dem Weg. Ich war beim Zumba. Hier ein Foto. Gut, sieh mal den Herzklang. 1, 2, 10. Im Interview erzählen uns Nia Vardalos und John Gorbey, wo wieder Tula und Ian verkörpern, wieso Hochzeiten so Spass machen. I do, because there's a buffet. Ich mache das, weil es an Hochzeiten immer ein Buffet gibt. Oft ist es so, dass sie im Voraus gut tönen und wenn dann der Termin da ist, will ich eigentlich gar nicht mehr gehen. Es ist aber wie im Fitnesscenter, bist eine steht, hast dann doch Spass. It's like the gym. Once you get there, you're having fun. That's a very good point. Das stimmt. Niemand hat grosse Lust, sich an einem Samstag aufzutakeln, aber eben, sobald man dann dort ist, hat man doch Freude. Get there, you're right. It is pretty fun. Yeah. Ihre Filmtochter Paris, die von der Elena Kampouris gespielt wird, kennt griechische Hochzeiten und Grossfamilien, denn ihr Vater ist selber Griech. Für sie ist wichtig, dass der Film etwas Universelles hat. You don't have to be Greek. Du musst kein Griech oder Griechin sein, um dich mit dem Film zu identifizieren. Wir haben vielleicht eine andere Farbe, eine andere Größe oder ein anderes Aussehen, aber trotzdem sind wir am Ende alle gleich. Und alle Familien sind gleich. Jeder ist doch auf irgendeine Art verkorkst und nicht ganz normal, doch genau das macht aus dem Ganzen so ein schönes Chaos. But it's what makes it a beautiful mess. Und weil es im ersten Teil so schön war, wird das sympathische Chaos jetzt einfach wiederholt. Unsere Prognose lautet: My Big Fat Greek Wedding 2 knüpft mit dem gleichen Humor, dem gleichen Cast und einigen neuen Figuren nahtlos an Teil 1 an. Wem der gefallen hat, wird auch mit dieser Fortsetzung seine Freude haben. Vor allem mit diesen alten Damen und ihrem Schandmaul. Das geht 3 von 5 Schirmli. Eng dran, Paris, schütze deine Polacki. Augen auf, Knie zusammen. Und wenn deine Knie offen sind, mach die Augen zu.